Eigentlich nehme ich das Spiel auch nur auf, damit ich andere Let's Plays dazu gucken kann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Outlast 2. Ja, ich habe in der letzten Aufnahmesession eine Sache vergessen, die wir tun können, die ich euch jetzt mal zeige. There's gotta be a way back to the village. Oh. Unter anderem, das ist unser Inventar. nee, ich möchte ganz gerne in die Kamera mal. Wir haben nämlich... Ich habe Sachen übersehen. Ich habe... ja, er sagt nämlich noch zusätzlich was zu den Sachen, die wir gefilmt haben. She wasn't there. Lim's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Was sie auch ist. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lim. Ich wusste nicht mal, dass das der Pilot ist. Das ist schrecklich. Wir gucken das jetzt schnell alles durch. So. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Oh ja, wir sind sowas von nicht alleine hier. Und wir können die Dokumente vernünftig lesen. Was ich aber, wie gesagt, nicht tue. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Da war ein Schatten. Tragedy wall. Oh mein Gott. Topped with barbed wire. Da, da. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Fuck that shit, I'm out. Okay, es ist übrigens diesmal etwas später. Es ist der 1. Mai. Der 1. Mai. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Nobody knows about it. It's not possible. Ich find's interessant, dass ich im Nachhinein noch zoomen kann und ein bisschen... Ja, was ist das? There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. There's no picture. Just... Wa? Jessicas Abschiedsbrief? In der Schule, natürlich, okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, hier. Gekreuzigter Ketzer. Das ist das Letzte, was wir uns angucken. Nailed them to wood. She was just a kid. Okay. Ja. So, und wir sind im letzten Part hier der Ohm rausgeflogen in dieses nette Zeug. Wir sind von... Also praktisch hier hinter müssten ja noch Leute rumgammeln. Dann gucken wir mal, was uns denn noch so Schönes erwartet hier in diesem Spiel. Oh Gott, ich will nicht. Ich mag das Thema Religion übrigens immer noch nicht. Lisa, bist du's? Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein doch das getrennte Auge. Lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöhe mein Gebet. Heile mich in deine Wunden, halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufelstunde in der Gemeinde Temple Gate. Das klingt sehr poetisch. Auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ist das Blut?
Es ist Blut. Okay. Mir tut jetzt schon wieder der Arm weh. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich diesmal die Kamera nicht so verhaue wie in der ersten Aufnahmesession. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Genau so habe ich das gemacht. Und dass ich das. Fuck was that? What? Die ganzen toten Vögel. Jesus Christ. Okay. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Deswegen hat er sie auch gerade alle vom Himmel geholt. Jetzt habe ich übrigens vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, ich hoffe, dass die Aufnahmen hell genug sind. So. Ich kann da lang und ich kann da lang und ich habe gerade aufgestoßen, Entschuldigung. Ich gehe erstmal hier runter, glaube ich. Oder? Ja, doch, wir gehen erstmal hier runter. Mhm. Hallo. Es ist strange, dass wir halt so ein offenes Gebiet haben. Das ist sehr merkwürdig. Oh. Batteries for me. Eins meiner Barthaare piekt mir in die Nase. Komme ich hier hoch? Weil ich komme da. Okay, ich komme auch hier rüber. Jetzt ist die gute Frage, wohin genau soll ich? Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Ich möchte aber nichts verpassen. Ich muss also auf jeden Fall nochmal zurück. Falls es da weitergeht. Könnte sein, dass wir hier gleich nochmal lang klettern müssen. Verdammt, ich bin instinktiv richtig gelaufen. Das ist mir aber nicht, das ist... Nee, das passt mir aber gar nicht. Ich muss nochmal zurück. Und einmal hier. Oh. Ich möchte ja auch selbst alles sehen. Wo die manche Sachen, die wir hier sehen... Ah, alles klar. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Das sieht komisch aus. Okay, es ist merkwürdig, dass es hier so hell ist. Warum juckt meine Nase die ganze Zeit? Was soll denn das? Finde ich jetzt aber nicht nett. Gut. Das tut mir leid, sowas kann passieren. Da geht man mal ausnahmsweise und denkt mal, ach naja, gucke ich mich erstmal um, bevor ich irgendwas anderes tue. Und geht instinktiv richtig. Wie gesagt, finde ich nicht so toll. Oh, das finde ich noch viel untoller. Rara. Es ist stockdunkel. Alles klar. Etwas gehört. Diese Höhle ist doch prädestiniert, um mir was ins Gesicht zu werfen. Was ist das denn? What the fuck? Kann ich mal angucken? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Wer, wie, was, was? Wer beschützt wem? Church. No, no. Some kind of
Altar? Heretic Temple. Oder so. Bezeichne das, wie du möchtest. Ist das ein Hund? Es ist schon sehr gruselig. Creepy Sounds. Ah. Das mit dem Klettern üben wir auch nochmal. Dieses Gebilde, es ist... Ich bin ein bisschen hoch. Ist hier noch was? Nö. Oh. Der ist aber auch noch nicht so lange hier. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Was soll denn das? Ich fühle mich irgendwie beobachtet, das ist ganz... Ist das unsere Frau? Ich gehe da jetzt hin. Okay, das war ein bisschen fies. Diese Funktion ist cool, aber irgendwie ein bisschen. I can see the chapel. Das ist ein Wassertank. How far does this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Mhm. Ja gut. Oh. Ist es zu dunkel? Ich sehe nichts. Darkness within. Hi. Hat sich dein Glaube auch nicht mehr gerettet, mein Freund. My friend, are you coming with me? Unser Akku ist gleich finito. Ich nehme auf, okay. Eigentlich nehme ich das Spiel auch nur auf, damit ich andere Let's Plays dazu gucken kann. Ah, schön. Hier drin ist hell. Ist ja schön. Hallo? Mutti? Uncool. Sau uncool. 9. März. Noch mehr tote Kinder. Knurrt sagte, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen Erzdämonen gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Und zwar genau so. Und nicht anders. Papa Knurrt sagte auch, dass unsere Sünde uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen, doch meine Träume sind nichts
als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlaf. Wie kann man das dann auch noch... Ich erwachte heute im Glauben, vom Bett aus den Hals eines Kindes benetzt zu sein. Im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Denn ich habe eingepullert. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Warte mal, was ist das denn? Das ist so mies gemacht, wenn das nachlässt. Na gut, wir laden mal nach. Da vorne, nein, nee, konnte ich ja nicht. Hi. Der ist tot, okay. Also ich hoffe, dass er tot ist. Was gab's hier? Schon wieder Mais und Hühnchen. Diese unendliche Dunkelheit in diesem Spiel. Ist das Vater Knot? Kumpel, bitte spring mich nicht an. Ich schreie alles zusammen. Und hau dir einen rein. Also ich würde hier persönlich da jetzt reingucken in die Tasche, aber das macht er nicht. Das will er nicht. Okay, zu. Find ich gut. Sullivan, Papa. Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, süchtiger Feigling, vergewaltiger Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu vögeln. Ich will das Wort nicht sagen. Ich weiß, dieses Spiel, eigentlich hat man gar keine andere Wahl, außer sowas. Ich zitiere mal eine Dame, die wir getroffen haben, die uns auch zärtlich über das Gesicht leckte. Dass, der Gott totgefickt sei. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht vor der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Oh, sehr schön. Die Zeichen des wahren Vaters waren? Ja, okay. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego. Verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr und er ist hier in jedem Moment der Ekstase und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir vorstellen könntest. Well. Ihr habt's auch gehört, oder? Ihr habt's auch gehört. Die waren nur gerade Schritte. Das war nicht meine.